Die Sonne. Seit 4,6 Milliarden Jahren brennt sie schon. Und sie hat noch ca. 5 Milliarden vor sich, bevor ihr Wasserstoffvorrat verbraucht ist. Was dann? Sie wird sich aufblähen, abkühlen bis ca. 1000 Kelvin und eine Mutterriese werden. Sie wird sich bis zur Erdumlaufbahn eventuell ausdehnen und alle inneren Planeten verschlucken. Das Szenario schauen wir uns mal an.
Für die Sonne bricht eine neue Ära an. Die Fusion mit Helium, Merkur, Venus und die Erde sind zerstört. Der Mars ist der nächste Planet. Gleichzeitig mit diesem Ereignis bricht in der Galaxie eine neue kosmische Katastrophe an. Dazu später. Eure Laura.